sind die Fans von Tokyo Hotel. Das ist die Band Tokyo Hotel. Und hier der Spagat von Jopi Heses zu Tokyo Hotel ist doch grandios. Zugegeben, das Gekreische am roten Teppich galt dann aber doch den Jungs aus Magdeburg, deren Auftritt für die Fans nach draußen übertragen wurde. Bist du verliebt in einen von Tokyo Hotel? Ich liebe dich! Ich liebe dich! Aber die sind doch da jetzt nur auf der Leinwand. Habt ihr sie vorhin denn richtig nah gesehen? Anfahrt Tokyo Hotel kurz nach 8 vor der Schwarzwaldhalle Karlsruhe. An den Dresscode, Anzug und Krawatte halten sich Bill, Tom, Georg und Gustav nicht. Aber wäre für ihre Zielgruppe wohl auch eher uncool. Tokyo Hotel haben schließlich ein Image zu erfüllen. Glaubt ihr, die Fans würden euch verzeihen, wenn ihr alle mit einem Mädchen an der Hand über den Teppich gehen würdet? Keine Ahnung. Also mal davon abgesehen, dass wir es sowieso nicht machen würden. Aber ich denke mal, dass wenn wir Freundinnen hätten oder so, ich glaube, unsere Fans würden das schon akzeptieren. Aber ist denn der aktuelle Stand? Gibt es jetzt endlich Freundinnen? Immer noch nicht. Keine Zeit. Wir sind alle solo. Aber wir würden das, glaube ich, auch sagen. Also auf wir jeden würden Fall, das aber auf jeden Fall schon sagen. Aber wir haben halt total wenig Zeit. Also gar keine Zeit für so eine richtig feste Beziehung. Und ihr könnt davon ausgehen, dass von den Mädels ein paar heute noch vorm Hotelzimmer stehen, oder? Das könnte ja, sein, das ja. Könnte. Darf da mal eine mit rein oder nicht? Ja, muss mal gucken, halt, was sich ergibt, aber so abgeneigt ist man da nicht. Also. Spricht ein 16-Jähriger und greift genau wie sein Bruder schon recht selbstbewusst nach den Sternen. Oder besser den Stars, den weiblichen. Wie muss sie sein? Wir legen uns da alle gar nicht so fest. Also, gemischt. Eva Longoria, Austin Twins, Angelina Jolie. Ja. Wunsch und Wirklichkeit, wie sollen sie das zurzeit auch unterscheiden? Stehlen sie doch jetzt schon nationalen und sogar internationalen Stars wie Mel C die Show. Doch übel nimmt's den Jungs hier übrigens. Tom versteckt hinter seinen großen Bodyguards niemand, im Gegenteil. Wir treffen sie jetzt schon das zweite Mal innerhalb eines Monats mit Tokyo Hotel auf dem roten Teppich. Ist doch toll, sagt Mel. Von Tokyo Hotel Fans wird man super empfangen. Können Sie mir das ganze Gekreische erklären? Na klar, die Jungs sind süß, die machen coole Musik, die sind Rock'n'Roll, die Mädchen lieben sie. Und auch Verona betrachtet das Spektakel schlichtweg schwärmend. Die sind süß, ich würde die alle mit nach Hause nehmen, ich finde die lecker. An dem einer von Tokyo Hotel übrigens Geburtstag feierte, Georg, der älteste der Truppe, wurde 19. Was wünschst du dir? Wir haben so eine Regel in der Band, dass wir uns untereinander nichts schenken. Keine Wünsche? Nee. Danke. Feiert ihr denn noch ein bisschen? Ich glaube, wir müssen um 9 raus oder sowas. Und von daher denke ich nicht, dass wir noch so lange feiern. Aber wir stoßen auf jeden Fall noch an. Knapp 90 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Jopi Heesters und Tokyo Hotel. Und nun raten Sie mal, wer länger auf der Aftershow-Party blieb. Also um 2:30 gingen die Jungs von Tokyo Hotel schlafen. Und dieses Bild entstand tatsächlich noch später.